Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben hier im Parlament schon häufiger darüber gesprochen, dass wir die Berufsausbildung aufwerten möchten und dass Auszubildende gegenüber Studierenden nicht mehr benachteiligt sein sollen. Aus dieser Motivation heraus hat sich auch die Koalition für das Begrüßungsgeld für Azubis ausgesprochen, was vorher nur für Studierende auf Antrag möglich war. Und im Moment gibt es auch ein Gespräch über ein Azubi-Wohnheim hier in Bremen. Trotzdem fehlt es bisher an einer Initiative, die Auszubildenden auch in der Mobilität mit den Studierenden gleichzustellen. Deshalb stellt die Linke einen Antrag mit dem Ziel, Schritt für Schritt eine Angleichung in der Mobilität zwischen Azubis und Studierenden zu erwirken. Wir fordern im ersten Schritt ein günstigeres Ticket für Azubis, das zumindest die öffentlichen Verkehrsmittel in Bremen und Bremerhaven einbezieht. Und wir fordern die Abschaffung des Nachtzuschlags. Die Debatte um ein Azubi-Ticket ist nicht neu, hält aber in der letzten Zeit wieder Aufwind. Die Gewerkschaftsjugend in NRW und die Jusos haben dazu eine Kampagne gemacht. In Schleswig-Holstein kämpfen die Landesschülervertretungen für ein Azubi-Ticket und in Thüringen und in Würzburg wird dieses Thema auch debattiert. In Hessen ist man bereits ein Stück weiter. Hier gibt es ein Ticket für Schülerinnen, Freiwilligendienstleistende und Azubis, die für 1 Euro pro Tag den kompletten öffentlichen Nahverkehr in Hessen nutzen können. Und wir finden, was in Hessen möglich ist, das müsste doch eigentlich auch in Bremen möglich sein, zumal Hessen ja nun doch ein klein wenig größer ist als unser schönes Bundesland hier in Bremen. Wahrscheinlich kommt jetzt von der Regierung der Einwand, das ist eine schöne Idee, aber das kostet ja Geld. Und da kann ich Ihnen nur sagen, ja, das kostet wohl Geld, aber ein Azubi-Wohnheim kostet auch Geld. Ein Stadtticket kostet auch Geld. Relevante politische Maßnahmen kosten eben auch mal. Und wir sehen hier nicht nur die Landespolitik in der Pflicht, sondern auch die Bremer Unternehmen. Wir finden es durchaus interessant, auch mal mit der Handelskammer und der Handwerkskammer ins Gespräch über Finanzierungsmodelle zu kommen und auch hier die Wirtschaft in die Pflicht zu nehmen, wenn es um die Mobilität ihrer Azubis geht. Ich möchte noch einmal verdeutlichen, warum insbesondere Azubis dringend ein deutlich vergünstigtes Ticket benötigen. In der Regel gehören sie zu dem Teil der Bevölkerung mit den geringsten finanziellen Mitteln, genauso wie Studierende oder auch ALG-II-Beziehende. Und genau deshalb erhalten diese Gruppen auch Vergünstigungen, zum Beispiel im Kino, im Theater oder im Museum. Bei Bus und Bahn gehen Azubis aber fast so gut wie leer aus. Die durchschnittliche Ausbildungsvergütung liegt in Niedersachsen bei 740 Euro. Für Bremen habe ich da leider keine aktuellen Zahlen gefunden. Einige Azubis verdienen aber noch deutlich weniger. Und das bedeutet, dass viele Azubis oft weniger Geld zur Verfügung haben als Studierende. Und sie müssen für ihr Recht auf Mobilität aber wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Für Studentinnen liegt der monatliche Preis für ihr Semesterticket bei 29,50 Euro derzeit. Der ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen, der war vorher noch geringer. Azubis müssen im Moment fast 20 Euro mehr im Monat zahlen. Und das, obwohl ihr Ticket natürlich für ein wesentlich kleineres Tarifgebiet gilt, nämlich nur für den Bereich Bremen. Wir finden, das ist nicht gerecht. Wir als Linke halten die Mobilität für eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe. Deshalb setzen wir uns auch perspektivisch für einen ticketfreien ÖPNV ein. Solange wir aber noch nicht so weit sind, ist es unserer Meinung nach wirklich das Mindeste, dass es sozialverträgliche Tickets gibt. Und das schließt auch Azubis mit ein. Die Situation im Moment ist so, dass das Monatsticket, was es für explizit für Azubis gilt, 6 Euro günstiger ist als ein Ticket für Vollzahlerinnen im Jahresabo. 6 Euro, meine Damen und Herren, das ist eher ein Witz und keine ernsthafte Ermäßigung. Durch die Strafzahlung für Nachtaktive müssen dann also die Azubis auch noch diese 6 Euro aufwenden, wenn sie mehrmals im Monat nach 23.50 Uhr mit der Bahn nach Hause kommen sollen. Wir finden, das ist falsch.
Für diesen Antrag ist Überweisung in die Depot für Wirtschaft, Arbeit und Häfen beantragt. Wir hoffen, dass dieser Antrag dort nicht versenkt wird, sondern konstruktiv weiter diskutiert wird. Denn eins möchte ich wirklich noch mal festhalten. Was wir hier beantragen, ist keine Vision für die Zukunft, sondern eine Minimalforderung. Wir sagen nicht, ein Azubi-Ticket muss kostenlos sein, obwohl umsonst besser wäre. Wir sagen nicht, im ganzen VBN-Gebiet sollte das Ticket gelten, wie bei Studierenden, obwohl das am gerechtesten wäre. Wir fordern hier das absolut Notwendige. In Bremen muss Mobilität auch für Auszubildende bezahlbar sein. Vielen Dank.